Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Eigenbau Gummifischform. Im ersten Teil des Films habe ich gezeigt, dass man mit einem selbstgebauten Gummifisch ganz toll Fische fangen kann. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der kann sich den Film Raubfischangeln mit Eigenbau Chat ja mal ansehen. In diesem Teil hier möchte ich jetzt zeigen, wie man aus einem Original-Gummifisch eine Gummifischform herstellt. Der Bau dieser Gummifischform ist sehr ausführlich beschrieben. Deshalb ist ein langer Film entstanden. Um Überlänge zu vermeiden, wird das eigentliche Gießen der Gummifische erst in meinem nächsten YouTube-Film zu sehen sein. Das erste, was wir uns gestalten müssen, ist eine Form, auf der wir ein wenig anzeichnen können, wie das Ganze nachher aussehen soll. Ich möchte eine Form aus Modellgips bauen. Man kann Artiston dazu nehmen oder Silikon. Aber als erstes brauchen wir mal eine Form, auf der man von vornherein festlegen kann, haben wir genug Platz, kommen wir klar. Auf dieser Form werde ich jetzt mal erklären, was wir alles brauchen. Wenn man sich vorstellt, dass das hier nachher der Innenrahmen der Form wird, in der diese Gummifischform hier abgeformt wird, dann brauchen wir ausreichend Platz, dass hinten ca. 1 cm Materialstärke vorhanden ist. Nach oben und unten sollte das auch nicht viel weniger sein, am besten 1,5 cm. Das zweite, was man denn braucht, ist eine Eingussstelle. Die Eingussstelle muss man hier mitberechnen. Wenn ich mir den Gummifisch im Original betrachte, dann kann man erkennen, dass bei dem Original die Eingussstelle hier vorne am Kopfende des Gummifisch war. Das kann man dann auch so übernehmen. Also planen wir hier oben eine Eingussstelle ein, die dann zur Mitte des Gummifisch führt. Das kann man trichterförmig einplanen. So zum Beispiel. Da kann man dann nachher das Gummifischmaterial eingießen. Das zweite, was wir bedenken müssen an der ganzen Sache, das wird eine zweiteilige Form, und damit die Teile auch nachher genau aufeinander passen, braucht man sogenannte Schlösser. Das Ganze erklärt sich nachher selber, wenn ich die Form baue. Also brauche ich hier seitlich auch noch Platz für einige Schlösser. Ich nenne sie mal Schlösser. Eigentlich sind das Stellen, die verhindern, dass die Gummifischformteile, die beiden zwei Teile, sich nicht gegeneinander verschieben können und dass die Platzierung in der Mitte gewährleistet ist. Wenn man sich so einen Gummifisch mal betrachtet, dann hat man zum Beispiel vor dem Tellerschwanz hinten eine enge Stelle und auch hier unten am Ende des Schwanztellers ist das Ganze schon sehr fein und filigran. Wenn man sich vorstellt, dass das Material von oben eingegossen wird, die Form steht dann natürlich aufrecht, wird von oben eingegossen, dann wird sich der dickbauchige Bereich hier sehr gut füllen. Hier unten kommt dann die erste Stelle, wo das Material eventuell nicht richtig durchlaufen könnte. Und ob sich der Schwanzteller wirklich bis hinten zur Spitze füllt, das ist dann die nächste Stelle, die eventuell nicht voll läuft, wenn man das Rohgummi oben eingießt. Deswegen sollte man Entlüftungslöcher mit einplanen, die gewährleisten, dass wenn man von oben das Material eingießt,
dass sich denn hier die Luft staut und entweichen kann. Deswegen plane ich eigentlich immer ein paar feine Entlüftungslöcher ein, die ich dann später in die Form einritze. Hier oben würde ich auch noch welche setzen, weil hier diese Eingussstelle tiefer sitzt wie diese beiden Spitzen hier auf dem Gummifisch. Würde ich mir vielleicht hier oben auch noch zwei Entlüftungslöcher einplanen. Trotz allem kann es bei einigen anderen Formen, vielleicht auch bei diesem hier, passieren, dass trotzdem ab und zu der Schwanzteller nicht vollgelaufen ist. Und ich zeige jetzt hier gleich von vornherein, obwohl dieser hier sollte so funktionieren, wie ich das jetzt hier aufgezeichnet habe, zeige ich eine zusätzliche Möglichkeit, um zu verhindern, dass das hier nicht voll läuft. Und zwar mit Druck von oben. Ich habe jetzt hier ein Stück Aluminiumrohr. In dieses Aluminiumrohr passt dieser Holzstiel ganz genau rein. Ich habe mir von dem Aluminiumrohr ein Stück abgeschnitten. Mit diesem Stück Aluminiumrohr würde ich mir jetzt hier eine Angussstelle ansetzen, wo ich dann das Rohgummi von oben eingießen kann. Und mit diesem Holzstiel, den ich habe, könnte ich von oben Druck ausüben, wie so ein Luftpumpenprinzip, würde denn das Rohgummi, was hier in dieser Angussstelle drinne steht, nach unten gepresst und eventuell bis in diese Luftkanäle hineingedrückt. Und so wäre dann gewährleistet, dass der Schwanzteller und der Schwanzstiel auch voll sind. Um zu verhindern, dass mir mein Gips hier in dieses Rohrstück einläuft, wenn ich den hier einsetze, habe ich jetzt hier einfach so eine Kinderknete. Da nehme ich mir so ein bisschen was raus. So kann man natürlich auch alles andere reinfüllen. Das ist eigentlich völlig egal. Ich habe jetzt hier Kinderknete. Da fülle ich mir das Rohr mit auf und verhindere so, dass mir der ganze Gips in mein Rohr reinläuft. Das muss ja nicht sein. Jetzt brauche ich einen Rahmen. Und einen Rahmen kann man ganz hervorragend aus Legosteinen bauen. Das geht super, das ist einfach und das habe ich so für mich meistens in Gebrauch. Um diesen Lego-Rahmen jetzt hier verwenden zu können, brauche ich eine glatte Unterfläche. Dazu habe ich hier so ein Stück Plastik, was ich mir mal irgendwo abgeschnitten hat. Kann man alles Mögliche nehmen. Der Modellgips, den ich jetzt hier gleich als Formbaumaterial verwenden werde, der muss sehr dünn angemischt werden, damit sich der Gummifisch auch sauber und ordentlich abbildet und auch feine Konturen klar zu sehen sind nachher. Dieser dünne Gips würde, wenn es hier Hohlräume gibt, sofort da unterlaufen und es gibt einen Materialschwund, wenn der hier unten durchläuft. Um das zu verhindern, kleben einige hier auf die Kante ein bisschen Klebeband rein. Ich nehme hier so ein Fixogumm, das kostet nicht viel. Das ist praktisch ein Kleber, der nie richtig aushärtet. Den kann man eigentlich wieder abrubbeln. Und da setze ich mir jetzt mit dem Kleber hier innenrum auf die Kante der Legosteine eine Spur Kleber rauf. Jetzt setze ich den Rahmen mittig hier rauf, drücke das Ganze nach unten und warte einen Moment, bis der Kleber angezogen ist. Wer schon mal einen Gipsverband bekommen hat, der weiß,
dass der Gips eigentlich durch die getränkten Binden, die dort mitverarbeitet werden, gehalten wird. Das Ganze kann man hier auch so machen. Formen funktionieren auch so, man muss vorsichtig damit umgehen, nirgendwo anstoßen. Dann platzen die eigentlich nicht auseinander. Man kann sie aber auch ein bisschen verstärken, indem man sich einfach aus einem abgelaufenen Verbandskasten vom Auto so ein Stück Binde rausnimmt und die dann passend zuschneidet, dass sie hier in die Form rein passt. Das kann ich ja mal machen. Das Stück würde jetzt hier einpassen. Das lege ich mir mal hierher und warte, dass der Kleber anzieht. Als Formbaumasse habe ich hier handelsüblichen Modellgips gewählt. Hier hinten steht drauf, in welchen Verhältnissen man das anzumischen hat. Hier sind das zwei Raumteile Gips und ein Raumteil Wasser. Das ist für uns zu dick. Wir müssen das Ganze viel dünnflüssiger machen und dafür muss man das so ein bisschen mit Augenmaß machen. Jetzt müssen wir schnell an den Gips rankommen, wenn wir ein bisschen nachmischen wollen und unsere Form nicht ganz voll ist oder das ist vielleicht zu dünn oder zu dick. Wir müssen schnell an den Gips rankommen. Hier in die Tüte kommt man nicht vernünftig rein. Deswegen stelle ich mir alles, was ich brauche, bereit. Ich werde den Gips umfüllen, hier in so eine kleine Plastikschale. Was zu viel ist, kann ich nachher wieder in die Tüte packen. Man sollte auch Wasser in ausreichender Menge bereitstehen haben. Etwas stabilere und glattere Form kann man aus Artiston bauen. Artiston kann man im Internet bestellen. Artiston hat dieselbe Konsistenz eigentlich wie Modellgips und alles, was ich jetzt hier erzählt habe, das gilt für Artiston ganz genauso. Das muss man mit ausreichend viel Wasser anmischen. Der Unterschied zum Gips ist eigentlich nachher, dass Artiston eine eher keramikähnliche Konsistenz hat, wenn das ausgehärtet ist. Aber ansonsten gibt das da in der Verarbeitung eigentlich keine Unterschiede zwischen Artiston und Modellgips. Bevor man jetzt solche Rohrstücken hier einsetzt und die mit eingießt, sollte man sie am besten mit Silikon oder mit einem dünnen Öl, geht auch Nähmaschinenöl oder irgendwas, man sollte die damit einschmieren, damit das Ganze nachher wieder besser aus der Form rauszuheben ist. Deswegen nehme ich mir jetzt hier so einen Finger voll von dem Silikon und reibe jetzt eigentlich, das ist gar nicht viel, was ich daran mache, reibe jetzt eigentlich hier alles ein, auch die Mitte mit, so, dass das alles schön eingerieben ist. So, und nun hoffe ich, dass ich das Stück Rohr nachher, nachdem mein Werkstück hart geworden ist, dass ich das dann besser wieder aus der Form herausbekomme. Als erstes fange ich an, Wasser in den Behälter zu kippen. Dann die Formbaumasse und jetzt versuche ich eine dünne, aber trotzdem einigermaßen feste Konsistenz zu erreichen. Das Ganze muss sehr gut durchgemischt werden, da dürfen keine Klumpen entstehen jetzt.
Man muss auch relativ schnell sein. Das zieht nachher plötzlich an und dann ist das Ganze vorbei. Hier sind jetzt immer noch Klumpen drin. Gut mischen. Ist jetzt immer noch flüssig. Jetzt werde ich meinen Versuch starten. Brauche ein bisschen Platz auf dem Tisch. Habe hier alles parat liegen. Das Ganze muss wirklich gut durchgerührt sein, damit hier keine Klumpen mehr drin sind. So, jetzt muss das auch ein bisschen schnell gehen alles. Schüttel das ganz kurz ein bisschen, damit die Luftblasen da rausgehen. So. Jetzt muss ich ganz vorsichtig meinen Gummifisch da eintunken. Das ist noch ein bisschen zu dünnflüssig. Ich warte einen ganz kleinen Moment. Starte einen neuen Versuch, den Gummifisch schön mittig einzusetzen. Und jetzt muss ich versuchen, den Gummifisch genau zur Hälfte abzusenken. Ich drücke den also ganz vorsichtig in mein Material ein, bis ich die Hälfte des Gummifischs eingetunkt habe. Das Teil ist jetzt schwer. Ich muss jetzt aufpassen, dass mir das nicht zu tief einsackt. Deswegen bin ich hier nochmal vorsichtig, setze das ganz vorsichtig ab, versuche jetzt hier die Mitte des Gummifischs zu erreichen und drücke auch das Teil halb ein. Und so ist jetzt erstmal Stopp. Jetzt muss das Ganze erstmal aushärten. Ich hoffe, mir geht jetzt nicht zu viel kaputt. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Aber wir gießen ja noch einen zweiten Teil oben auf. Und ich hoffe, dass sich das denn wieder einigermaßen auffüllt. Ich hatte ja vorher schon gesagt, es geht auch ohne Binde oder ohne Füllstoff. Ich wollte das eigentlich mit Füllstoff zeigen. Jetzt habe ich es vergessen. Nun habe ich doch eine Form ohne Binde gebaut. Normalerweise war die Idee, erstmal halb voll füllen, dann die Binde dort reindrücken und dann die zweite Lage oben rauf. Dann hätte diese Binde hier so ein klein bisschen mehr Festigkeit gegeben. Ich habe jetzt hier die Form und habe mir hier einen Bohrer eingespannt. Jetzt suche ich mir hier Stellen, wo ich später keine Entlüftung setzen will. Entlüftung hatte ich ja hier geplant und hier oben in den Ecken. Also wenn ich überall, wo ich keine Entlüftung hinhaben will, kann ich mir jetzt ein sogenanntes Schloss reinbohren. Das mache ich ganz einfach, indem ich einfach den Bohrer nehme und ein klein wenig einbohre. Das braucht gar nicht tief sein, nur so ein ganz klein bisschen. Hier wäre ja auch noch Platz, da mache ich das genauso. Der nächste Schritt ist das Wiedereinsetzen des Rohres. Und jetzt muss unbedingt Silikon, Trenncreme oder irgendwas anderes eingesetzt werden, eben ein Fett oder ein dünnflüssiges Öl. Wir müssen hier auf jeden Fall die gesamte Form mit Trennmittel einschmieren, ganz besonders in den späteren Schlosslöchern hier und auch hier die Eingussstelle, hier die Stelle, wo mir das abgeplatzt ist. Das muss alles sehr gut mit Silikon oder einem anderen Fett eingeschmiert werden, weil sonst bekommen wir die späteren zwei Teile nicht mehr auseinander.
Das fette ich also jetzt wirklich großzügig ein. Jetzt ist ausreichend Silikontrennmittel aufgebracht. Jetzt kommen wieder die Lego-Steine zum Einsatz und wir erhöhen die Form natürlich um 3 weitere Etagen. Jetzt achte ich darauf, dass mein Gummifisch wirklich schön in der unteren Form postiert ist, dass dieser hier auch vernünftig sitzt. Und jetzt mische ich mir wieder, wie vorhin, Gussmasse an und dann wird die zweite Hälfte der Form gegossen. Die Masse ist angemischt und jetzt fange ich an, vorsichtig erst über den Gummifisch zu gießen, damit der eine schöne, genaue Passform nachher erhält. Jetzt sehe ich, dass alles bedeckt ist und jetzt kann ich hier auch mal zeigen, wie das mit der Binde gemeint war. Die Binde setze ich jetzt hier einfach ein. So, die saugt sich jetzt voll und verstärkt meine Form ein bisschen. Jetzt gieße ich die Binde hier ein. Die sorgt eigentlich nur für ein bisschen Festigkeit. So, ich mache jetzt meine Form bis zum Rand voll. Gut ist, hier schwimmt mir die Binde ein bisschen auf, das macht aber gar nichts, ist ja außen, solange sie nicht auf den Gummifisch sackt, ist das alles okay. Ist die Form eigentlich soweit fertig und ich muss warten, dass die abbindet. Sieht man auch jetzt, dass dieser Klebstoff Fixogumm, der lässt sich so wieder abrubbeln. Das hält nicht besonders gut. So, die Form ist ausgeschaltet. Jetzt wird sie hier unten auch von dem Fixogumm noch ein bisschen ankleben, aber man sieht, es geht auch gut ab. Und da sind jetzt nur noch ein paar Klebereste dran. So, und wenn das jetzt gut funktioniert hat mit dem Silikon in der Mitte, dann sollte ich die Form jetzt eigentlich auch auseinander bekommen. Ja, kommt schon. Vorsichtig, so. Ja. Also die erste Hälfte sieht ja schon mal wunderbar aus. Man sieht das einigermaßen. Da sind nicht viele Luftblasen entstanden. In der Mitte sieht man sogar den Seitenlinienstrich, den das Original auf hat. So ein ganz, ganz feines Schuppenmuster ist auch zu erkennen. Hier sind jetzt schön die Erhebungen der sogenannten Schlösser zu sehen. Und auf dieser Seite die Vertiefung, in die nachher wieder einfassen. Jetzt muss der Gummifisch hier gut rausgehen. Das macht er auch hervorragend. Und dass jetzt die beiden Formen aufeinander passen, da sollten die beiden Schlösser für sorgen, oben und unten die 4 Vertiefungen. Und man sieht genau, dass die Form passgenau verschlossen ist. Als erstes werde ich hier mal die Entlüftung ansetzen. Dazu habe ich hier eine kleine Dreikantfeile. Da kann ich mir hier die Ecken des Gummifisches mit vornehmen und eigentlich feile ich jetzt nur einen kleinen, dünnen Entlüftungskanal in jede Ecke.
hier dasselbe, schön oben in die äußerste Ecke angesetzt. Das genügt schon, wenn jetzt hier oben eingegossen wird und der von unten voll läuft, dann wird sich das hier verschließen, weil hier der Einguss ist und die Flüssigkeit von oben runterläuft. Dann besteht jetzt hier in den beiden Ecken die Möglichkeit, dass die Luft hier wieder entweichen kann. Das gleiche mache ich jetzt hier unten, damit die Entlüftung auf der anderen Seite ein wenig gleichmäßig rauskommt. Markiere ich mir hier die Stellen, falls ich das gleich bei zusammengesetzter Form nicht erkennen kann, habe ich dann hier meine Farbmarkierung und kann dann den Strich auf die andere Seite übertragen. Ich setze das jetzt also zusammen und dann sehe ich, dass eine Markierung hier ist. Die andere Markierung ist ganz deutlich hier. Dann haben wir hier eine. Und eine haben wir hier. Jetzt kann ich die Formen auseinandernehmen. Jetzt lege ich die hier beiseite, wo ich fertig bin. Und hier sehe ich jetzt ganz deutlich, wo meine vier Markierungen sind. So. Und genau an dieselben Stellen setze ich jetzt hier wieder an und versuche so einigermaßen passgenau die Entlüftung auf die andere Formseite zu übertragen. Das nächste, was jetzt hier passieren muss, ist das Schaffen der Angussstelle. Dazu sehe ich mir an, wo die Mitte des Gummifisches in etwa ist. Und hier gucke ich mir auch die Mitte meiner Angussstelle aus. Und in etwa so möchte ich das nachher da einfließen lassen. Dazu kann ich mir das nachher so gestalten, dass ich hier einen trichterähnlichen Einguss herstelle. Dazu nehme ich wieder meine Feile, die Dreikantfeile, die ist schön spitz. Versuche die jetzt auf meinen Gummifisch aufzusetzen, auf die Mitte des späteren Gummifisches und die Mitte meiner Eingussstelle. Und jetzt fange ich an, dort eine Vertiefung reinzubauen. Jetzt habe ich mir eine Gerade geschaffen. Auf diese Gerade kann ich jetzt eine Rundfeile aufsetzen. Soweit, so gut. Dasselbe mache ich jetzt auf dieser Seite. Und kann sich dann die Angussstellen hier rausarbeiten. Das funktioniert hervorragend. Das dauert ein bisschen und dann klappt das auch alles. Da braucht man bloß hier so ein bisschen kratzen und dann kriegt man schon langsam, aber sicher den Rand dahin, wo man ihn haben will. Dasselbe mache ich jetzt hier und auf allen vier Seiten. Und dann ist die Form eigentlich schon so gut wie fertig. Wie schon vorher angekündigt, habe ich mir jetzt einen Pinsel genommen und mit diesem Pinsel entferne ich jetzt
sämtliche Späne und sämtlichen Staub, die dadurch meine Arbeit entstanden sind. Und jetzt ist die Form fertig für einen Probeguss. Hier ist jetzt nochmal die Gummifischform, die ich gebaut habe. Die ersten drei Abgüsse, die aus der Form stammen, und das Original. Die drei Kopien kaum von dem Original zu unterscheiden. Das Ganze scheint gelungen. Ich hoffe, dass sich einige, die den Film gesehen haben, sich hier was abgucken konnten, dass sie vielleicht jetzt auch mal Lust haben, sich so eine Gummifischform selber zu bauen. In meinem nächsten YouTube-Film werde ich dann zeigen, wie diese drei ersten Gummifische aus der neuen Form entstanden sind. Ich werde zeigen, wie man das Rohgummi anmischt, wie man dieses erhitzt und auch einiges zur Farbgestaltung, zu Farben und der Benutzung von Glitter wird in dem nächsten Film dann auch zu sehen sein. Obwohl dieser Film wieder mal sehr lang geworden ist, hoffe ich, dass er trotzdem einigen gefallen hat. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn der eine oder andere meinen Kanal abonniert. In nächster Zeit wird hier sicherlich noch einiges zu Köderbau und Benutzung von selbstgebauten Gummifischen, Hardbaits oder auch anderen Materialien zu sehen sein. Ich wünsche allen viel Spaß beim Basteln, beim Angeln und in der Natur. Bis zum nächsten Mal.